Hi Leute, Nummer 1, schaut nicht schlecht aus. Nächstes Jahr darf ich sie auch auf der Seite und vorne drauf haben. Aber schon mal danke an Schäffler, ich glaube, die haben einen ganz tollen Gruß gemacht. Freitag Hockenheim, momentan vorm Rollout. Wir haben noch ein bisschen Probleme, weil der Nebel recht hoch hängt. Wir können nicht starten. Aber so generell mal hier steht das Auto jetzt wunderschön in der Box drin. Wir sehen praktisch, das Auto hat immer seinen fixen Standpunkt. Wir sehen hier hinten die Fernseher, wo immer die Fernsehbilder und die aktuellen Daten übermittelt werden. Wir haben hier natürlich auch oben zum Beispiel für die Reifenheizungen, wo die Reifen immer geheizt werden, bevor sie aufs Auto draufkommen. Generell, man sieht die Box hier hinten auch nochmal mit den Gratulationen. Speziell für Hockenheim gemacht, finde ich ganz klasse und das freut natürlich einen. Neben mir der goldene Reiter, Racheli Auto steht auch da hinten, wartet auch bis das Rollout beginnt. Da kann man mal hintergehen einfach. Achtung, nicht über die Schlauchschrauber stolpern. Man sieht hier jetzt zum Beispiel die Reifen, die werden gerade gewärmt, ist ganz schön warm. Bei einer Außentemperatur hier von Hockenheim von 6 Grad oder so ist es ganz schön, wenn man hier die Hände sich ein bisschen wärmen kann. Ja, eigentlich alles vorbereitet fürs Rollout. Es müsste auch gleich losgehen. Ich hoffe, dass es auch gleich losgeht. Es ist immer schön, jetzt am letzten Rennwochenende eben schon als Meister hier zu fahren. Gleich gehen wir raus an Galgen, dass wir den mal sehen, den Boxenstopp Galgen. Ist direkt natürlich vor unserer Box. Hier sieht man recht gut. Einen Bildschirm haben wir hier, wir haben Kameras installiert, dass man nach so einem Rollout oder nach dem Rennen nochmal analysieren kann, wer wie gut und wie schnell gearbeitet hat. Man sieht hier die ganzen Schläuche, Schlagschrauber, sind alles verbunden, hier die Kameras, hier dieses Stoppingboard, was runtergeht, was auch beleuchtet ist, dass ich sehe, dass die Reifen fertig sind. Das geht dann hoch, wenn das Auto runterfällt, dann heißt es Vollgas geben. Aber man sieht hier auch höchste Technik, alles verkabelt. Und ja, gehen wir doch gleich weiter an den Boxenstand. Vielleicht kann man nochmal das wunderschöne Wetter filmen hier in Hockenheim, warum wir nicht fahren können. Der Grund ist, weil der Hubschrauber nicht starten kann und das hat Sicherheitsmaßnahmen. Weil der Hubschrauber muss starten, falls irgendwas passieren sollte, muss der Hubschrauber einfach fliegen können. Ja, Boxenstand. Haben wir hier einen Ernst Moser von meinem Teamchef den Platz. Links und rechts stehen jeweils die Ingenieure. Jürgen Jungklaus auf meiner Seite für mein Auto und Frederik auf der anderen Seite für Rahel. Dann haben wir natürlich die ganzen Monitore, Funk, das ganze Funksystem ist hier natürlich verbunden. Also von dem her ist immer alles, die ganzen Informationen laufen hier zusammen, dass wirklich die drei Leute entscheiden können, wann ich im Rennen reinkommen muss und wann ich einen Boxenstopp machen muss. Wetter, also ganz speziell wegen des Teams.